Guten Morgen, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Bundeskanzler Scholz bricht heute zu seinem Besuch in China auf. Dort will er Präsident Xi treffen, der gerade mit einer dritten Amtszeit seine Macht zementiert hat. Begleitet wird Scholz von einer Wirtschaftsdelegation. Vor allem von den Grünen kommt Kritik. Sie fordern zuerst eine Änderung der deutschen China-Strategie. Kommunen kritisieren jüngste Beschlüsse von Bund und Ländern für ein 49-Euro-Ticket. Der Deutsche Städtetag erklärte, die zugesagten Mittel seien zu wenig, um Bus- und Bahnverbindungen auszubauen. Auch der Zuschuss für die Versorgung von Flüchtlingen reiche nicht aus. Positiv bewertet der Verband die geplante Gaspreisbremse. Bolsonaro ruft zum Ende von Straßenblockaden in Brasilien auf. Der abgewählte Präsident richtete einen entsprechenden Appell an seine Anhänger. Die Sperrungen seien gegen die Verfassung und schädigten die Wirtschaft. Zahlreiche Bolsonaro-Anhänger wollen den Wahlsieg des linken Politikers Lula da Silva nicht anerkennen. UN-Sicherheitsrat verlängert Mandat für Stabilisierungsmission in Bosnien. Aus Russland, das ein Vetorecht hat, kam zuletzt immer wieder Kritik an der Mission. Sie wird von der EU geführt. Die Truppen wurden zuletzt aufgestockt. Auch Deutschland will sich wieder daran beteiligen. Die Spiele der Fußball Champions League. Bundesligist RB Leipzig hat den Einzug ins Achtelfinale geschafft mit einem 4:0 gegen den ukrainischen Club Schachtjor Donetsk. Dortmund erzielte beim FC Kopenhagen nur ein 1:1, war aber bereits für die K.O.-Runde qualifiziert. Das Wetter heute im Osten und Südosten noch länger freundlich, sonst mehr Wolken als Sonne. Am Nachmittag und Abend in den westlichen Landesteilen gebietsweise Regen. Höchstwerte 10 bis 18 Grad.